Eine weitere Methode der Fällungstitration ist die Titration nach Vollhardt. Die nutzt Ammoniumthiocyanat als Maßlösung und auch dazu habe ich zu Beginn einen kleinen Versuch vorbereitet. In diese silberhaltige Probe, die ich mit Salpetersäure eingesäuert habe, gebe ich jetzt einige Kristalle Eisen-3-Sulfat. Und dann wird die Lösung mit Ammoniumthiocyanat-Maßlösung titriert. Ich glaube, Sie können schon erkennen, dass die Lösung mit den ersten Tropfen trüb wird. Und da, wo ich Ammoniumthiocyanat zu tropfe, entstehen auch so rötlich-braune Schlieren, die sich aber zu Beginn eben wieder auflösen. Wenn ich da also noch einen Tropfen dazu gebe, können Sie das beobachten, wie da solche Schlieren entstehen. Aber eben verschwindet die Färbung. Die Lösung wird immer trüber und die rotbraunen Schlieren brauchen immer länger, bis sie verschwinden. Bevor wir jetzt den Versuch zu Ende schauen, wollen wir kurz den Versuchsaufbau notieren. Also die Bürette mit der Ammoniumthiocyanat-Maßlösung, das Becherglas mit der silberhaltigen Probe und eben die Kristalle, die ich dazugegeben habe an Eisen-3-Sulfat. Schreiben Sie das also alles ab. Die erste Beobachtung habe ich auch schon aufgeschrieben, können Sie auch notieren, haben Sie ja alle gesehen, dass es eben zu einer zunehmenden Trübung kommt. So, und wenn Sie das alles abgeschrieben haben, dann überlegen Sie sich doch bitte selbst, was wohl die Beobachtung sein wird beim Umschlagpunkt, wenn ich Ammoniumthiocyanat zu der Probe gebe, die Eisen-3-Sulfat enthält. Ich glaube, die meisten von Ihnen können gleich schon mal von alleine hier ihre Vermutung aufschreiben bei der Beobachtung für den Umschlagpunkt. Und bei Erklärung sollten Sie zumindest die Reaktionsgleichung aufschreiben können, die stattfindet während dem Zutropfen von Maßlösung. Drücken Sie also jetzt auf Pause, schreiben Sie das alles ab und ergänzen Sie auch gleichzeitig die Beobachtung und soweit Sie eben auch kommen, die Erklärung. Und danach können Sie das Video zu Ende schauen.
So, und dann von einem Tropfen auf den nächsten bleibt eben diese rötlich-braune Farbe bestehen und dann ist der Umschlagpunkt erreicht. Also die zweite Beobachtung ist, dass es am Äquivalenzpunkt oder am Umschlagpunkt eben zu einer bleibenden Rotfärbung kommt. Und die Reaktion, die bis zu diesem Punkt stattfindet, also während der Eintrübung der Lösung, schon mit dem ersten Tropfen beginnend, ist eben die Fällung von dem Silberthiocyanat, nämlich auch eine schwerlösliche Verbindung. Und die Reaktionsgleichung kann man eben folgendermaßen hier formulieren. Silberionen plus Ammoniumthiocyanat gibt eben Silberthiocyanat und eben die Ammoniumionen, die bestehen bleiben. So, wenn das letzte Silber verbraucht ist und ich weiter Ammoniumthiocyanat zutropfe, erst dann reagiert das Thiocyanat mit dem Eisen und die Reaktion, die kennen Sie ja schon aus dem qualitativen Praktikum. Thiocyanat ist ein ganz feines Nachweisreagenz für Eisenionen und es kommt also zur Bildung von solchen oktaedrischen blutroten Thiocyanato-Komplexen. Also ich habe aufgeschrieben, der erste Tropfen Thiocyanat-Überschuss führt zur Bildung blutroter oktaedrischer Thiocyanat-Komplexe. Thiocyanato-Komplexe. Und ihre Aufgabe ist jetzt, diese oktaedrischen Thiocyanato-Komplexe doch mal zur Wiederholung selber aufzuschreiben. Ich habe Ihnen schon mal zu Beginn die ersten beiden aufgeschrieben, zumindest vom Grundgerüst her. Also wir haben als Zentralteilchen eben die Eisen-3-Ionen, dann ist variabler Anteil an H2-O-Liganden drin und auch ein variabler Anteil an Thiocyanato. Insgesamt sollen es oktaedrische Komplexe sein und ihre Aufgabe ist also, alle möglichen hier zu vervollständigen, die es gibt. Denken Sie auch daran, dass Sie eben hier die passende Ladung ergänzen und vervollständigen Sie einfach diese ganze Liste, die sind alle blutrot. Häufig schreibt man auch abgekürzt FeSCN3AQ als Verbindung, aber in Wirklichkeit sind es eben Aquakomplexe mit unterschiedlichem Thiocyanato-Anteil. Also gerade auf Pause drücken und alle Möglichkeiten eben hier aufschreiben. Die sind alle oktaedrisch. Der erste Komplex ist der hier mit 5 Wasserliganden und einem Thiocyanato-Ligand. Insgesamt sind es also 6 Liganden. Ich habe Ihnen ja gesagt, oktaedrische Komplexe. Das heißt, wir haben immer sechs Liganden. Zweifach positiv geladen, weil das Eisenzentralteilchen ist ja dreifach positiv geladen. Eine positive Ladung wird aber kompensiert, weil SCN ist ja negativ geladen und in der Summe ist es eben zweifach positiv geladen, dieser Komplex. So, und jetzt kann man eben den Thiocyanat Gehalt erhöhen und den Wassergehalt in diesem Komplex erniedrigen. Die sind nämlich alle rot gefärbt. Also auch der zweite mit 2 Thiocyanato-Liganden und einem Wasserligand weniger. Natürlich hat es dann auch Auswirkungen auf die Gesamtladung des Komplexes. So, dann der dritte. Und insgesamt gibt es 6 mögliche Komplexe, die man aufschreiben kann. Die haben alle eine blutrote Farbe. Beim letzten gibt es dann kein Wasserligand mehr, sondern bloß noch Thiocyanato-Liganden. Insgesamt wird es auch häufig einfach abgekürzt mit FeSCN3AQ, aber AQ meint ja nichts anderes eigentlich, als dass das Aquakomplexe auch noch sind. Eine schöne Übung zum Schluss ist folgende, dass Sie zu den ganzen Komplexen auch noch den systematischen Namen aufschreiben. Das haben Sie ja schon im ersten Lehrjahr geübt. Und da gibt es nämlich einen Wechsel, sobald die Komplexe negativ geladen sind, spricht man ja von Ferrat-Komplexen. Und notieren Sie sich einfach
nochmal zur Übung eben diese systematischen Namen. Anschließend können Sie die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt eben alle lösen. Das ist ja dieses Arbeitsblatt, Fällungshydration, Anwendung des Löslichkeitsproduktes. Wir haben gerade die Aufgabe Nummer 4 als Versuch gesehen, die direkte Titration nach Vollhardt. Und die anderen Titrationen, wenn man eben den Halogenidgehalt bestimmt, das wird als Rücktitration durchgeführt. Also gucken Sie, dass Sie diese Aufgaben 4, 5 und 6 dann alleine rechnen.